Und damit herzlich willkommen zum Teambuilding von GPL Season 6, Spieltag Nummer 5. Und zwar heute das Teambuilding gegen Marvin, gegen den kämpfe ich im Laufe dieses Tages auch noch. Und natürlich das Teambuilding wieder vor dem Kampf aufnehmen, ist nämlich besser. Und der Marvin hat seinen dritten Spieltag gewonnen und damit den ersten Sieg eingeheimst. Und damit haben wir nach... Da macht mein PC gerade komische Sounds. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. Wahrscheinlich nicht. Und ich weiß nicht, wie er am vierten Spieltag gespielt hat, aber den dritten hat er auf jeden Fall relativ souverän, glaube ich, sogar gegen Mo gewonnen. Und deswegen darf man ihn da nicht unterschätzen. Vor allem, weil, wie ich finde, er sogar ein ganz gutes Team hat, wogegen ich gar nicht so perfekt gut aufgestellt bin. Und deswegen hoffe ich einfach mal, dass meine Monster hier tatsächlich auch was machen können. Wir haben hier nämlich einmal dabei, erstmal sein Team besteht aus Roto Morsch, aus Latias, aus Serpi Royal, dieser Verräter, letzte Season noch für mich, Meistergriff, Lorgus, Gorgler, Mega, Stolos, Elisard, Aerodactyl, Hundemon und Deponitox. Ein ganz cooles Team, ist sogar eins von wenigen, nein, ich würde dieses Team nicht spielen wollen, weil es nicht so mein Spielstil ist, aber der Marvin möchte da so picken und hat da so gepickt und was haben wir denn dabei? Wir haben dabei ein Scarf Anego, denn Scarf Anego drückt, wenn Skogler und Steelix wechseln, eigentlich fast nur Sludge Wave, das macht halt gegen alles super, super starken Schaden, ne? Vor allem, wenn ich dann noch die Bestien-Boost bekomme und dann vom Spezialangriff noch hochgehe. Weil, wie gesagt, ich outspeede damit halt Serp. Und selbst wenn Serp Scarf ist, kann es mich bei plus 1 oder plus 2, kann es mich mit einem Leaf Storm halt nicht mal killen, weil Anego einfach so eine defensive Wucht ist. Und ja, damit kann ich es halt mit der Sludge Wave immer revengen und safe killen, wenn er nicht gerade die Anti-Gift-Beere hat. Es ist auch gut, er hat einfach... Kann Flawless nicht reinwerfen, weil Stab Sludge Wave macht halt auch da einen Two-Hit. Gegen Rotom, wenn es rein switchen muss, gegen Latias macht einfach so guten Schaden. Meisterriff kann auch nicht reinkommen. Reinkommen können halt Aggron und Skogler. Deswegen habe ich unter anderem auch nochmal den Knockoff drauf, falls er tatsächlich mal in Skogler gehen sollte. Aber selbst da macht Power Jam dann ab einem bestimmten Punkt genug Schaden. Und dann haben wir auch noch eine Hidden Power Ground, also eine Kraftreserve Boden für Steelix. Und falls ich irgendwie mal die Ponytox und Elisard und Hundemon noch da sind und er 4 Bodenschwächen hat, kann ich mich vielleicht einfach in die Kraftreserve locken und damit guten Schaden machen, weil die Kraftreserve Boden würde sogar ein speziell defensives Stolos 3 hitten. Das heißt, das kommt einmal rein und dann kann ich es potenziell wieder mit der HP Ground 2 hitten. Und da muss ich ein bisschen gucken, wie ich da rumspiele. Aber deswegen ist Anego dabei. Wir haben, wie gesagt, dann Sludge Wave, Kraftreserve Boden, Knockoff, einfach weil ich habe diesen Move noch frei und ich habe die Rocks und die Spikes auf anderen Monster dabei. Und deswegen dachte ich, spiele einfach Knockoff, weil es schadet nicht. Vielleicht kann man damit halt auch mal Skogler im richtigen Moment. Falls du selbst durch einen Knockoff vielleicht sogar, der von Skogler kommt, falls er kein Erdbeben spielt oder einfach dieses nicht drückt, dann mal auf Knockoff gehen oder so. Wenn ich den Move frei habe, kann ich ihn auch klicken. Und Power Jam, wie gesagt, auch. Ich glaube, da hat er tatsächlich, abgesehen von Meistergriff und Stolos, keinen Switch in den Power Jam. Das macht allem ganz guten Schaden. Und ja, und Scarf, wie gesagt, outspeeden wir alles. Sein schnellstes Mon ist Aerodactyl. Das outspeeden wir so oder so mit dem Scarf. Kommt auf maximal 200. Und wir sind so schnell, dass wir auch ein Scarf Rotom outspeeden können. Und das ist eigentlich damit alles. Ich dachte tatsächlich nicht, dass er jetzt unbedingt Scarf Hundemon spielt. Und wenn Scarf Hundemon, wird halt auch von Anego selbst gecheckt. Ich habe Maltaria dabei, was das Ding ganz gut checkt. Ich glaube nicht, dass er Hundemon Scarf dabei hat. Elisard oder so kann ich eh nicht outspeeden beim Scarf. Von dem her haben wir ein Scarf Anego dabei. So. In der OPL wurde ich einmal richtig hart in den Hintern penetrated von Serp. Diesmal habe ich allerdings Miltank dabei. Miltank mit Vegetarier. Was möchte bitte Serpi Royal machen? Es kann ich Leech Seeden, es kann ich Blättersturm, es kann ich Giga Drain. Es macht mit seinen anderen Moves ungeboostet keinen Schaden. Er kann mich Toxiken, ich habe Heal Bell, er kann mich glären, ich habe Heal Bell, ich habe Milchgetränk und eine Zitrusbeere, weil ich die Leftovers auf einem anderen Mon habe. Tarnsteine, weil Tarnsteine.
Und dann habe ich tatsächlich noch den Seismic Toss, diesmal nicht den Body Slam, weil er hat kein Geistmon, das heißt, ich kann immer Seismic Toss klicken. Er kann sich damit mit keinem Mon einfach gegen subben. Er hat kein Mon, welches es auf über 200 KP bringt. Und das heißt, der Seismic Toss bricht immer den Sub, was ganz geil ist. Und damit gewinne ich halt auch so ein bisschen Stall-Matches. So, wenn ich halt. Ich gewinne damit gegen Aggron, wenn es jetzt nicht unbedingt physisch offensiv ist, weil er mich, da ich physisch defensiv bin, halt nicht two-hitten kann. Ich glaube, er kann mich so nicht mal two-hitten. Und dann kann ich ihn halt mit Seismic Toss downchippen, wenn er nicht gerade Erholung hat. Und falls er es doch hat, dann okay, hat er es doch. Aber ja, mit Milchgetränk und Heal-Bell kann ich einfach Miltank ganz gut halten. Wir haben ja auch die Zitrusbeere drauf, weil, wie gesagt, Leftovers auf einem anderen Mon sind. Wenn ihr diese vier Mon seht, dann wisst ihr eigentlich wahrscheinlich, auf welchem Mon. Deswegen dachte ich so einfach, 50% Beere vielleicht nicht mal unbedingt. Ich spiele mal lieber Zitrusbeere, ich will, dass sich die eher aktiviert. Und ja, ist eigentlich ein ganz normales Miltank-Set, was man halt so kennt. Kommt halt einfach in sehr vieles rein. Klar, mein komplettes Team hat jetzt nicht unbedingt einen Meistergriff-Switch in. Meistergriff ist auch so ein Mon, vor dem ich riesengroße Angst habe, weil, wenn ich hier mal kurz nachgucke, was habe ich denn wirklich für einen Meistergriff-Switch in? Wenn es den Guts hat, dann kann das mit dem Drain Punch auch super Schaden gegen Milotic machen. Ich hätte potenziell Lavados, aber selbst da kommt dann Knockoff oder so, und wenn es halt geburnt wird, das Ding hat Guts, das macht dem halt nichts aus, und Rotom und Galagladi sind auch keine guten Switch-ins. Ich habe einfach keinen guten in Meistergriff. Und deswegen dachte ich, lieber will ich dafür sorgen, dass jedes Mon Meistergriff einfach so heftig Schaden drückt, dass wir es ein bisschen downchippen können. Aber ich habe auch schon überlegt, ob ich Chopperberry Konter auf dem Miltank spielen soll. Aber ja, ich werde einfach gucken, wie ich eventuell dieses Meistergriff, wenn es nicht dabei ist, das wäre so gut. Aber ja, ich kann potenziell Altaria reinholen, wenn er nicht gerade auf den Poison Jab geht, sondern auf die Kampfattacke. Und kann dann halt mit Return das Ding irgendwie vielleicht ein bisschen revengen, kann mich gegen roosten. Aber da kommen wir auch noch gleich zu. So, dann gehen wir aufs nächste Mon, und das könnte potenziell ein Matchwinner sein. Und zwar ist das ein hartes Katagami mit dem Delegator und der Salcabeere. Ich bekomme gegen alles, was nicht gerade Serp ist, Elisard, Ayrola, boah, ich bekomme gegen so vieles eigentlich einen Sub raus. Ich kann gegen Aggron subben, ich kann gegen Skogla subben, ich kann gegen Florges subben. Zumindest so, dass ich dann halt auf die Range komme, dreimal subben, damit ich in die Salakberry-Range komme. Deswegen spielen wir auch 12 KP, weil ich damit mit drei Subs genau auf die Range komme, auf die KP-Anzahl, damit sich die Salakberry aktiviert. Und wenn sich die erstmal aktiviert, habe ich ein plus 1 Init auf Katagami und kann dann mit Smart Strike, Sacred Sword und X-Scissor einfach sein komplettes Team finishen. Wenn alles ein bisschen angechippt ist und wenn ich dann noch meine Attack-Boosts bekomme, dann sieht es für Marvin dann nicht unbedingt gut aus. Ich glaube, ich hatte die Möglichkeit, Jolly zu spielen oder mit Elisard zu speedtinen, aber für Elisard habe ich eigentlich ein Ego. Ich kann eigentlich fast auch Miltank reinholen. Ich habe ein Shaman, was gleich noch kommt. Und mit Adamant speedtinen wir mit Hundemon. Den Speed-Teil wollte ich tatsächlich noch eingehen, weil er kann halt Sucker punchen, aber das tanke ich. Und dann geht es halt um den Speed-Teil. Und so kann ich trotzdem Adamant spielen. Deswegen auch ein bisschen weniger, ich glaube ein weniger in den in Attack und dafür halt Full Speed, um mit Hundemon Speed-Teilen zu können. Und sonst, ja, Smart Strike hittet einfach, wobei X-Scissor hittet halt Latias, es hittet Serp. Sacred Sword trifft halt Aggron und Hundemon. Und ja, und Smart Strike trifft halt einfach dann voll alles. Das einzige Mon, was ich damit halt nicht so gut treffe, ist Rotom tatsächlich. Aber ich glaube, Rotom kann ich mit meinen anderen Mons relativ gut handeln. Und ja, Smart Strike trifft dann halt einfach auch noch alles. Und wenn ich, wie gesagt, erstmal die Boost bekomme und ein plus 1 Attack, plus 1 Speed Katagami habe, was vielleicht sogar noch hinter dem Sub ist, wer weiß, dann sieht es für den Marvin ziemlich, ziemlich böse aus, weil er da jetzt nichts unbedingt gegen hat. Das einzige Problem ist dann noch Aftermath von Deponitox, aber ich rechne eigentlich nicht unbedingt mit Deponitox. Vielleicht spielt das Gaff Deponitox für Altaria mit Mülltreffer, wer weiß. Oder weil er hazen will oder sowas. Aber ja, Florges, wir können das. Er muss immer Angst vor dem Smart Strike haben, und auch wenn er wahrscheinlich vielleicht sogar die Barbieri-Beere haben wird, ab einem bestimmten Punkt killt der Smart Strike halt trotzdem, wenn Florges genug Schaden gefressen hat. Und wenn es keine Leftovers hat, wäre das auch nochmal ganz gut. Und dann gucken wir einfach mal, ob dieses Katagami tatsächlich was reißt. Dann gehen wir weiter zu Blues. Heute mit einem Live-Orb. Wir spielen genug Speed, um Serpiroal zu outspeeden, was sein schnellstes Mon ist, neben Aero.
Aero kann ich halt eh nicht outspeeden, deswegen Seppi Royal. Hydropumpe, Dark Pulse, Mülltreffer und Spikes. Wir haben auch ein Minus-Death-Wesen. Wir tanken eh keinen. Was hat er denn für Prios? Ein Sucker auf Rotom macht trotzdem nicht viel Schaden. Und sonst hat er halt einen Sucker noch auf Houndemon, was auch nicht viel Schaden macht, aber und halt einen Tempo-Heap. Und da will ich lieber ein bisschen mehr Spezialverteidigung, deswegen minus Verteidigung, weil wie gesagt, einen Tempo-Heap von Meister Rift tanken wir halt eh nicht. Hydropumpe kills Gorgler. Es macht 40% gegen ein physisch-defensives Florges, wonach der Gunshot damit Mindamage 60% killt. Wir haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, trotz Leftovers zu killen. Hydropumpe mit Life Orb. Two-Hitted speziell defensives Aggro. Das macht Mindamage, glaube ich, 49,5%. Es killt Houndemon. Ja, und dann haben wir noch den Dark Pulse für Latias. Wir haben den Dark Pulse ab einer bestimmten Range vielleicht für Serp. Wir haben den Dark Pulse gegen Elisard, gegen Aero dann noch, falls es reinkommen möchte. Und zum Schluss halt noch der Gangshot. Der Serp vielleicht ab einer bestimmten Range killt, der wie gesagt für Florges hauptsächlich da ist. Oh, und noch die Spikes, weil er muss in sehr vielen Situationen einfach auswechseln. Und dann kann ich spiken und eine Lage Spikes. Toxic Spikes habe ich mir erst überlegt, aber Rotom schwebt, Latias schwebt. Meister Riff hat Guts. Aggron kann nicht getroffen werden. Skorgler kann nicht getroffen werden. Deponitox macht die weg. Aero fliegt. Also Toxic Spikes fand ich nicht so gut. Aber normale Spikes, weil er sehr viel hat, was auf dem Boden ist, dann treffen wir halt zumindest Aggron können wir ein bisschen anschippen. Florges können wir anschippen. Meister Riff vor allem können wir anschippen. Serp ein bisschen. Und deswegen spielen wir Spikes. Und Quajutsu kann im Late Game einfach sein komplettes Team noch potenziell sweepen, wenn er einfach so angechippt ist. Also für jedes Ding nur noch einen Move brauche. Ich muss natürlich auch treffen mit der Hydropumpe. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Ich könnte Surfer spielen, aber ich brauche diesen Two-Hit für ein speziell defensives Aggron zum Beispiel. Oder gegen Meistergriff, um gut Schaden zu machen, falls er nicht den Mach-Punch spielen sollte oder so. Und wie gesagt, ich brauche es auch für Florges. Ich kann auf eine Hydropumpe relativ safe einfach gehen. Da geht vielleicht in Florges und dann killt halt der Mülltreffer. Und ja, irgendwann sind wir dann vielleicht auch in Sturzbach-Range, auch da ich übrigens einen Kommentar bekommen habe. Ich muss Sturzbach spielen. Ich darf Freundesack nicht spielen und Protein auch nicht, also Wandlungskunst, weil die verboten sind in der GPL. Deswegen muss ich Sturzbach spielen. Und wer weiß, vielleicht kommen wir durch Life Orb irgendwann mal in die Range, wo der Sturzbach tatsächlich wichtig ist. Und den vergisst man ja ganz gerne mal. Passiert mir selber auch sehr oft. Und ja, mal gucken. Florges, Quajutsu kann hier definitiv große Lücken in sein Team reißen. Und dann kommen wir zu unserem speziell defensiven Shaymin. Warum speziell defensiv? Es ist ein Switch in Rotom, es ist ein Switch in Florges, es ist ein Switch in Elisard, es ist ein, es ist vielleicht auch noch Latias, weil es auch mit dem Psyshock nicht viel Schaden machen sollte. Und da haben wir tatsächlich ein Subtoxic Leech Seed Set. Das Set soll abfucken, weil ich kann einfach vielleicht gegen sowas wie Skorgler kann ich vielleicht dann mal subben und krieg dann Leech Seed raus und gegen Serp krieg ich Toxic raus und es kann einfach, also er hat da halt nicht viel gegen. Vielleicht kriege ich gegen Meister Riff mal ein Dings raus und kann es dann Leech Seeden oder so. Und von dem her kann Shaymin halt tatsächlich einfach ziemlich nerven. Dann haben wir noch Seed Flare drauf, einfach um Rotom zu hitten oder um ein bisschen Schaden drauf zu kriegen. Sollte das Ding tatsächlich viel in diesem Match machen, weiß ich jetzt schon, dass sich Marvin sehr darüber aufregen wird. Aber es ist halt einfach gut. Es handelt einfach ziemlich viel. Es ist mein Switch mit Miltank. In sehr viele Mons von ihm. Wir haben Natural Cure. Was heißt, wenn wir auswechseln, ist das Toxin, was wir vielleicht drauf kriegen, wieder weg. Können Sachen von ihm toxinieren, können Leech ziehen und ihn einfach downshippen, weil das Ziel ist halt einfach, Rocks zu legen und dann mit meinem Miltank und mit meinem Shaymin so ein bisschen die Mons anknacksen und damit meinen anderen vier Mons halt so heftig Druck aufbauen, dass er nach und nach Mons abwerfen muss. Und da brauche ich halt auch ein, zwei defensive Mons, die ich immer rein in die Sachen reinwechseln kann, was halt jetzt Miltank und Shaymin sind. Und wie gesagt, wenn er mir die Leftovers knockoff, ist das okay. Ich kann halt gegen Aggron einfach Leech ziehen oder subben oder mit Seed Flare draufhauen, was halt auch ganz geil ist. Miltank wiederum checkt halt auch nochmal Aero. Selbst wenn er dann tauntet oder so, was ich mir sehr gut vorstellen kann, da muss ich noch gucken, was ich gegen Aero mache. Vielleicht leade ich mit Altaria und drücke halt direkt auf, falls das dabei hat, Return, was wir gleich sehen. Da können wir auch mal drauf gehen. Und zwar haben wir jetzt noch ein Altaria. Altaria ist wie im Kampf gegen Mindtube, wo es ja sehr viel Work gemacht hat. Und so, das hat mir das Match einfach gewonnen mit 5 Kills.
Wir haben wieder genau dasselbe Set, nur ein bisschen andere LV-Verteilung, weil wenn Aggron weg ist, dann hat er einfach Probleme gegen Altaria. Also jetzt mal legit. Das Ding geht plus 1 und kann potenziell sein komplettes Team penetraten. Selbst ein Fistef Skorgler kriegt dann, da wir auch wieder Adamant spielen können, sehr viel Schaden. Wir haben genug Speed, um bei plus 1 Surpsword speeden. Ich kann leider Aero nicht outspeeden. Und ich möchte wieder Element spielen, einfach für den Schaden. Und ich dachte mir, komm, ganz ehrlich, Aero macht mir eh nicht so viel Schaden. Tatsächlich, ich kann gegenroosten notfalls. Und ich möchte wieder dieses harte Wesen spielen. Und deswegen, wie gesagt, wieder Return und Earthquake. Einfach, um alles zu treffen. so treffen wir auch die Ponytox. Und Aggron ganz gut. Und ja, Altaria kann im Late Game halt auch, es ist so ein bisschen so mein kleiner Check-in für Meister Riff, er kann halt Poison Jab spielen, aber wenn wir erstmal mega sind, dann können wir halt einen Drain Punch oder so tanken, können dann vielleicht auf Roost gehen oder so, falls er auswechselt, weil ich nicht glaube, dass er sich eine Return einfangen möchte. Und ja, mal gucken, ob dieses Team was reißen kann. Ich werde heute Abend spielen, es sind jetzt noch 5 Stunden bis dahin. Ich hoffe, euch hat dieses Team mit denen gefallen. Übrigens haben wir auch eine gerade KP-Anzahl, die juckt halt auf Altaria nicht, weil sie es eh mega und roosten kann. Und deswegen, ja, würde ich sagen, sieht man sich dann heute Abend zu einem Stream. Ne, warte mal. Das kommt eine Woche später, jetzt bin ich verwirrt. Vielleicht streame ich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber wir sehen uns dann spätestens morgen. Wieder um 12 Uhr kommt. Ne, warte, fuck. Der Kampf gegen mein Team kommt um 12 Uhr. Wann auch immer dieses Video online kam. Genau morgen, zur gleichen Zeit. Kommt der Kampf dann gegen Marvin online. Bin gespannt und wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende und man sieht sich. Bis dann. Ciao. Hi und willkommen zu Endcard. Erstmal danke fürs Anschauen und natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung freuen und du würdest mich damit auch ein bisschen unterstützen. Links kannst du mich jetzt abonnieren, falls du es noch nicht getan hast, und rechts kommst du auf ein Video, welches nach YouTubes Meinung am besten zu dir passen würde. Also mal gucken, was YouTube so über dich denkt. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wunderbaren Resttag und hoffe, man sieht sich beim nächsten Video. Bis dann!